Die Vorstellung vom nächsten iPhone ist zwar noch einige Monate hin, aber trotzdem gibt es schon jetzt im Internet diverse Gerüchte und Leaks und die wichtigsten und auch interessantesten davon, die möchte ich euch in diesem Video einmal kurz zusammenfassen. Also bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß! Wie genau Apple die nächste Generation nennen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Ich persönlich denke mal, dass sie es einfach iPhone 11 nennen werden. Das würde auch zu dem bisherigen Zyklus der Namen passen. Aber bisher gibt es auch noch keine anderen Leaks oder Gerüchte dazu, wie genau das iPhone heißen wird, da die meisten Leute einfach bisher vom iPhone 11 sprechen. Unauffällig neu wird das Design, denn im Vergleich zu den aktuellen iPhone XS Modellen sollen die Unterschiede wohl eher ziemlich klein ausfallen, sodass im Großen und Ganzen das Design beim alten bleibt. Das würde bedeuten, wir haben weiterhin eine Glasvorder- und auch Rückseite sowie den Edelstahlrahmen und dadurch, dass eben auch die Form weitestgehend unverändert bleibt, hat man eben auch von der Haptik in der Hand ein Gefühl, wie das eben bei den aktuellen iPhone Modellen der Fall ist. Allerdings soll es dann doch eine relativ große Neuerung geben, und zwar auf der Rückseite bei den Kameras. Denn aktuell verbaut Apple ja zwei Kamerasensoren auf der Rückseite. Dementsprechend ist dieses Kameramodul auch etwas länglich. Und beim nächsten iPhone soll das Ganze quadratisch und somit größer werden, weil Apple drei Kameras verbauen möchte. Und wenn ihr mich fragt, wirklich schön sieht das Ganze nicht aus. Falls Apple wirklich so ihre drei Kameras verbauen möchte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass andere Hersteller das besser hinbekommen haben. Ich persönlich würde mir ein komplett neues Design aber sehr wünschen, einfach weil die aktuellen iPhones von der Form her schon seit dem iPhone 6 existieren. Und es gibt auch hin und wieder Gerüchte, dass das nächste iPhone ein kantigeres Design wie das vom aktuellen iPad Pro bekommen soll. Das lehnt sich ja so ein bisschen an dem Design vom iPhone 5 an und liegt einfach ein bisschen kantiger und damit auch sicherer in der Hand. Ich persönlich würde das sehr begrüßen, aber so wie die aktuelle Gerüchtelage aussieht, bleibt es eben bei diesem, ja, ich sag mal, ziemlich altbekannten Design. Auf der Vorderseite wiederum soll es dann etwas größere Veränderungen geben, denn die Notch wird etwas kompakter und auch die Displayränder sollen an allen Seiten schmaler werden. Das würde bedeuten, dass bei gleichbleibender Displaygröße die Geräte insgesamt kompakter werden können und somit auch besser in der Hand liegen und auch in der Hosentasche einfach nicht so viel Platz wegnehmen, wie das jetzt der Fall ist. Bei allem anderen wird Apple aber wohl bei den Displays nicht allzu viel tun. Das heißt, die Auflösung wird unverändert bleiben und maximal werden irgendwie die Farben und Kontraste ein bisschen verbessert, so dass insgesamt das Feintuning vom Display noch perfekter ist. Und inwieweit das iPhone 11 R oder wie man es dann nennen wird, ein neues Display bekommt, das bleibt abzuwarten. Ich habe allerdings bisher ausschließlich davon gelesen, dass es weiterhin auf LCD setzen wird. Aber nochmal zurück zu den Kameras, denn wie eben gesagt soll es in diesem Jahr insgesamt drei Stück davon auf der Rückseite geben. Neu dazu wird ein 12-Megapixel-Sensor mit einer Ultraweitwinkellinse kommen, so wie das eben auch viele andere Hersteller aktuell schon verbauen. Diese Kamera wird dann so 120 bis 130 Grad Weitwinkel aufnehmen und darauf freue ich mich, denn man kann dann mit einem Smartphone einfach noch flexiblere Aufnahmen machen und eben nochmal mehr auf das Bild bekommen. Die anderen beiden Sensoren, die werden weiterhin 12 Megapixel haben und da wird sich, denke ich mal, nicht allzu viel tun. Wahrscheinlich wird Apple aber natürlich durch die Software dann nochmal die Bilder ein ganzes Stück besser machen. Rein von den Megapixeln wird sich bei der Frontkamera mehr tun, denn diese wird nun von 7 auf 12 Megapixel aufgestockt und etwas lichtstärker gemacht. Das Ergebnis davon sind dann eben natürlich auch bessere Bilder. Und inwieweit Apple noch weitere Softwarefunktionen, wie zum Beispiel einen Nachtmodus einbaut, bleibt natürlich abzuwarten. Und dann ist ja auch noch das iPhone 11 R. Und das wird eine zweite Kamera bekommen auf der Rückseite. Das heißt, wer die drei Kameras haben möchte, der wird dann die teurer Modelle kaufen müssen, aber ich denke mal, dass man hier einfach die Telezoom-Kamera bekommt und die Ultraweitwinkel dann sozusagen nur für mehr Geld zu haben ist. Etwas traurig finde ich die Nachricht, dass in diesem Jahr die iPhones weiterhin auf Lightning setzen werden. Es wurde ja anfangs gemunkelt oder es gab Leaks dazu, dass USB-C verbaut wird. Ich glaube, darüber hätte sich jeder gefreut, aber in diesem Jahr ist es wohl nicht so weit. Aber immerhin wird ein Lightning auf USB-C-Kabel mitgeliefert und das 18 Watt Fast Charge Netzteil, was man von dem iPad Pro kennt. Und
wenn das mal nicht eine News ist. Ich meine, für Apple ist es ein Riesenschritt und eigentlich sollte es schon seit Jahren Standard sein, aber jetzt wird es wohl allem Anschein nach kommen. Und auch die Akkus, die sollen ein ganzes Stück größer werden. Ich habe im Internet bisher so von 20-25% mehr Kapazität gelesen, was ein ziemlich heftiger Sprung wäre. Aber ich glaube, über mehr Akku wird sich niemand beschweren, weil die Smartphones dann einfach nochmal ein ganzes Stück länger halten. Und außerdem sollen die neuen iPhones auch Reversed Wireless Charging bekommen. Das kennt man ja zum Beispiel vom Samsung Galaxy S10 schon. Darüber wird man dann hier wohl seine neuen AirPods auch kabellos aufladen können. Und ich meine, das wäre immerhin etwas. Wie üblich werden die neuen iPhones aber natürlich auch neuere Prozessoren verbaut haben. Ich gehe mal davon aus, dass dieser irgendwie A13 heißen wird und vielleicht noch einen Zusatz haben wird. Das wäre einfach nur die logische Reihenfolge von den bisherigen Prozessoren. Und wie viel mehr Leistung der jetzt haben wird, das ist eigentlich relativ uninteressant. Dazu habe ich auch bisher noch nichts gelesen. Denn die aktuellen iPhones, die haben einfach schon ausreichend Leistung für alles, was man so machen möchte. Aber trotzdem werden die neuen iPhones natürlich nochmal mehr Leistung bekommen. Viel gespannter bin ich aber auf die WWDC, die ist Anfang Juni und da wird nämlich iOS 13 vorgestellt, das heißt das Betriebssystem, und das wird auch schon mal so ein Vorgeschmack auf die neuen iPhones sein. Also schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr euch für die neuen iPhones wünscht und was eure Wünsche an iOS 13 sind. Lasst uns in den Kommentaren darüber mal ein bisschen diskutieren, das würde mich auf jeden Fall interessieren, und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, dass ihr keine News zu den neuen Geräten und zu iOS 13 mehr verpasst. Und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.